Du kannst nun durch Röhren in Spezialwelten reisen. Und vor dieser ersten Röhre stehen wir jetzt, glaube ich, auch. Wenn ich das richtig sehe, um dann direkt in die erste Spezialwelt zu kommen. Denn in der letzten Folge haben wir das Finale erlebt. Mario gegen Bowser haben Peach gerettet und können nun in die zweite Hälfte des Spiels gehen. Und sehen, dass alles ziemlich ähnlich aussieht zur ersten Welt. Nur als Spezialwelt. Wie das Ganze hier aufgebaut ist, keine Ahnung. Es gibt ganz normal natürlich Starcoins und es gibt, wie ich sehe, ein neues Item. Und zwar können wir uns hier zu einer Statue machen. Ob uns das letzten Endes irgendwas Besonderes bringt, keine Ahnung. Kann man diese Steine hier auch runterstampfen? Nein. Aber machen wir bestimmt euch hier. Komm. Zack. Okay, ich will mich jetzt aber hier auch nicht zu lange mit Kaputtstampfen beschäftigen. Ich bin irgendwie fast. Ich habe fast schon das Gefühl, ich habe jetzt schon die erste Starcoin verpasst. Das ist ganz seltsam. Gehen wir mal zurück. Okay, es scheint nichts zu sein. Münzen noch, aber ansonsten können wir jetzt einfach weitergehen. So, jetzt ist halt natürlich die Frage, wenn das Item nicht umsonst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier eben das Darkroom halt zusammenhängt. Und was hat es mit dem Ding hier auf sich? Ganz schnell raus. Aber ich besiege ich jetzt mal ein bisschen schneller. Jetzt im Ernst, was ist das? Verstehe ich gerade absolut nicht. Und wie sehr, wir haben immer noch keinen Starcoin, das kann doch nicht sein. Was zum Teufel? Oder? Hier oben scheint irgendwas zu sein. Die Frage ist, wie kommt man da hin? Kein versteckter Block? Wie zum Teufel kommt man da hin? Aha. Da haben wir es doch. Und da scheint auch eine Starcoin zu sein. Und wie kann man da jetzt wieder dran? Aha. Boah, ich war gerade echt kurzzeitig ein bisschen lost. Aber das passt so. Und es ist echt die erste. Wow, okay. Dann scheint es ein relativ langes Level zu sein. So. Was haben wir hier? Nur ein One-Up. Okay. Dann haben wir wieder einen Stern. Den können wir sehr gut nutzen. Jetzt einfach durchrennen. Ja, komm ruhig hier hin. Dank. Kann man da unten stehen? Ich kann das irgendwie nicht richtig erkennen. Ich kann das echt nicht erkennen. Nein? Nein, man kann da nicht stehen. Perfekt. So, dann kürzen wir das Ganze jetzt ein bisschen ab. Und sprinten hier durch. Weil dieser komplette erste Bereich ist dann ja sowieso uninteressant für uns. Den Stern nehmen wir natürlich trotzdem mit.
Ach nein. Ich hätte das Ding hier nicht so schnell zerstören dürfen. Man hätte halt einfach viel einfacher hier hochkommen können. Sagt er und schafft es dann nicht. Das ist doch nicht dein Ernst. Alter. Mario, jetzt stell dich nicht so an. Das darf doch nicht wahr sein. Ich verzichte da drauf. Ich springe jetzt wieder von hier da hoch. Das ist mir viel simpler dann. Viel simpler. So. Boah, das war knapp. So. Ich verstehe diese Stelle ehrlich gesagt immer noch nicht. Ah, das war das, was ich da unten gesehen habe. Jetzt habe ich mal eben meinen Stern absolut verschwendet. Aber das Gute ist, man kriegt ja immer wieder ein neues One-Up. Oh, Hilfe. Okay. Wir halten uns schon wieder viel zu lange in diesem ersten Level auf, ne? Und wieso müssen sie eigentlich direkt mit Trampolinen starten? Ich hasse sie. Moment, das ist doch die letzte Starcoin, oder? Nein, es ist tatsächlich die zweite. Was, aber da oben ist doch schon das Ziel, oder? Sehe ich das falsch? Muss ich euch alle umlegen? Warte, hier ist doch irgendwas. Ja, hier ist tatsächlich was. Da ist er doch. Och, jetzt habe ich den ganzen Weg nochmal hochkraxeln, weil ich hier runtergefallen bin. Perfekt. So. Okay, aber wir haben das erste Level zu 100% abgeschlossen. Mit 3 Starcoins, mit goldener Fahnenstange, also sehr schöner Start. Ich glaube, das ist wirklich genau dasselbe Level. Kann das sein? Dass es genau dasselbe Level ist irgendwie? Also es wird wahrscheinlich kleine Unterschiede geben, ja. Aber jetzt nichts Auffälliges. Oh Gott, das heißt aber auch, dass die ganzen schlimmen Level mit dem Trampolin und dem Propellerherz zurückkommen werden. Scheiße, Schatten Mario. Okay. Jetzt muss ich aufpassen. Ja, sicher. Jetzt habe ich auch noch meinen Tanuki verloren. Die erste Starcoin ist schon mal easy. Hier unten ist aber eine Röhre. Was? Was zum Teufel hat mir diese Röhre jetzt gebracht, für den Fall, dass mal runterfällt, oder was? Ja, super. Ja, das war jetzt auch alles andere als optimal, aber ich konnte hier jetzt schon dem Stachy ausweichen. So, erstes Starcoin abgesichert. Da ist die zweite. Das war ganz schön knapp. Oh Gott. Ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht mit diesen Sprungdingern umgehen. Aber das scheint ein sehr kurzes Level zu sein. Zack. So, dann können wir jetzt hier einfach direkt hier unten bleiben. Als ob. Ja.
Hey, was mache ich denn falsch? Das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir nicht erzählen. Dass ihr da keine Probleme mit diesem scheiß Trampolin habt. Ich verstehe das nicht. Das Ding ist, ich weiß auch nicht, wie ich da anders dran kommen soll. So. Versuche jetzt wirklich mal. Oh, Moment. Thank you.
Thank you.